So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, hinter mir seht ihr Hannes. Der Hannes ist nämlich noch da. Und der Hannes, der isst ja gerne scharfe Sachen. Und ich habe vor 1000 Jahren mal was geschickt bekommen. Das waren Chips, die sollte ich mal testen. Jetzt kenne ich die aber beide schon. Der Hannes kennt die aber, glaube ich, nicht. Deswegen teste ich die nochmal mit dem Hannes. Und nee. Es gibt noch was Neues. Wie, ich teste nicht mit dir? Gut, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Nein, aber um die Chips, die es geht, sind einmal. Die Spannung steigt. Einmal diese von Puzza Peppers, High Quality Chili Peppers, Burning Pain, Habanero Chips, Smoked Chili Chips, Extreme Hot 200.000 Scoville und extrem scharf, von Kindern fernhalten. Ihr seht ja, hier gibt es ja auch irgendwie, was ist das? Geräucherte Chili- und Paprika-Spezialitäten. Taste now. In einer Dose drin. Ja. Verstehe ich nicht. Da kannst du wohl unter hotsmokechilis.de kannst du dir direkt Chilis bestellen. In der Dose. Geräucherte und so. Ich dachte, das sind vielleicht Dips, aber das sind gar keine Dips. Das sind einfach halt Chilis so. Ja. Also. www.hot-smoked-chilis.de könnt ihr mal drauf schauen, um euch scharfe Chips zu bestellen oder hier direkt so Chilis im Karton. Die wollen wir jetzt mal aufmachen, die wollen wir mal probieren. Gleichzeitig aber auch von Pepper King, hier mit dem Ghost Rider drauf. Von Pepper King gibt es nämlich auch extrem scharf, von Kindern fernhalten, Habanero Kesselchips, Hasta la Vista Baby. Ich habe beide schon mal getestet. Von denen gab es 3 verschiedene Sorten. Irgendwo ist das Video aber abhanden gekommen. Und was jetzt aber neu ist, mir wurde dieser Pepper King Habanero Dip mitgeliefert. Den kenne ich nicht, aber der besteht auch aus Würzsoße mit Tomaten und Habanero Pulver. Warte, was zuckelst du denn so rum? Den machen wir jetzt erstmal auf. Jetzt mal schütteln. Er lag jetzt 30 Jahre im Karton. Und jetzt machen wir diesen so. Schnüffel mal rein. Ich kenne dich, du greifst bestimmt gleich mit dem Finger rein und wirst mal dann abschlägen. Ja. So. Einmal Dip für den Hannes. Einmal Dip für den Ramses. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Können Sie theoretisch auch als Arrabbiata-Soße, ja, die an die Nudeln machen. Okay, okay, okay. Das ist schon ein guter Dip. Auf jeden Fall wuschig von dem Zeug. Wuschig? Ja. Auf jeden Fall schärfer als alle anderen Dips, die man so kennt, weil das ist ja alles immer nur so wie Leccio. Das ist alles wie Leccio, das ist trotzdem, merkst du, da ist Schärfe drin. Da wurden gute Chilis verarbeitet. Jetzt machen wir erstmal hier die Burning Pain auf. Burning Pain, genau, Habanero 200.000. Ich probiere mal kurz einen so, damit ihr nochmal seht, wie die ausschauen. Das ist hier so einer, ne? Sieht aus wie ein Chip. Ich hör mal einen von alle. Ja. Mann, sind die staubig, ne? So, der Hannes isst auch einen. Ich habe schon wieder jetzt ein Urteil darüber, ne? Und erstmal möchte ich hören, was der Hannes dazu sagt, wie die dem schmecken. Sehr geil. Sehr geil. Von der Schärfe, na, von der Schärfe ist es richtig nice. Die Chips selber, ja, hast recht, die sind sehr, sehr, sehr staubig. Könnte man wirklich mal mit dem Dip versuchen. Da haut es, glaube ich, wahrscheinlich noch mehr rein. Aber sonst, von der Schärfe her, sind sie sehr gut. Das ist immer ein Problem, was ich habe, wenn ich was essen will, was scharf ist. Ich mag ja gerne was, was schmeckt und noch eine Schärfe dabei hat. Ich bin schon immer kein Freund davon gewesen, wenn was einfach nur scharf ist. Deswegen esse ich ja so gerne die Samyang-Nudeln, weil ich finde, die Samyang-Nudeln haben so einen super Geschmack. Und gleichzeitig sind die auch richtig scharf. Aber dass, wenn du schon diese Schärfe erträgst und da durchgehst,
du trotzdem diesen super Geschmack hast von diesen Samyang-Nudeln und von dieser Soße, die dabei ist. Bei den Chips, die sind halt scharf, aber an sich schmecken die trotzdem nach nix. Die schmecken halt, die haben keinen Eigengeschmack, meiner Meinung nach. Bisschen das Salz kommt raus, aber... Oder ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber ich finde, das Salz kommt ein bisschen raus. Oder? Es gibt so viele Chips-Sorten, die irgendwie einen Geschmack haben und die wuchtig sind und hin und her. Wenn man sich da dann irgendwie einen scharfen Dip dazu macht, ist das wahrscheinlich eine bessere Variante für mich, als wenn du die Chips kaufst mit 200.000 Scoville. Der brennt dann nur die Fresse. Aber irgendwie fühlt sich das so an, als würdest du, einen Pappkarton nehmen, da die schärfsten Extrakte drauflegen, dann hast du nur eine Schärfe im Mund, aber du hast halt keinen Geschmack. Das wäre halt sowas, das würde ich nicht essen, weil es zum Genießen ist. Das ist halt nur, wenn man es scharf mag, dass man was Scharfes einfach isst, aber mir fehlt da einfach der Geschmack. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich das meine, wie ich das verstehe, aber ich finde es halt schade, dass halt Schärfe immer nur, es gibt ja auch, da kannst du einen Punkt irgendwo drauf machen, egal wo du das drauf machst, es schmeckt eh gleich, ob du den auf eine Pizza machst, auf einen Burger machst, auf einen Chip machst. Es ist nur die Schärfe im Vordergrund, ohne einen Eigengeschmack. Und dann geht der Rest total unter. Aber das wäre mal nicht so schlecht, wenn ich die mal wirklich zerbröselt und dann gleich als Panade hin. Nee, das brauche ich nicht. Ich gebe dir mal noch einen, damit du den mal reinklippen kannst. Jetzt wollte er den sich schon in den Mund schieben, ne? Wir haben noch Dipsoße hier da. Die Dipsoße können das jetzt vielleicht retten, weil die Dipsoße hat trotzdem einen sehr paprika-tomatigen Geschmack, der dann trotzdem eine Schärfe aufweist. Ja. Ist für mich ein viel besserer Geschmack als einfach nur diese trockenen Chips. Also mit der Dipsoße finde ich es auf jeden Fall besser. Definitiv, ja. Wirkt aber auf mich so, dass mit der Dipsoße die Chips an sich dann nicht mehr so scharf wirken wie ohne die Dipsoße. Sodass die Dipsoße ein bisschen die Schärfe wegnimmt, weil die Dipsoße weniger scharf ist als die Chips alleine. Und das dann ein bisschen untergeht. Aber ist sehr nice. Ist also eine ganz komische Sache für mich. Der Hannes ist total begeistert, wie immer. Der Ramses kann nicht wirklich was damit anfangen. Es gibt ja auch Wasabi-Chips. Die Wasabi-Chips, die steigen immer direkt in die Nase. Mhm. Finde ich eigentlich immer ganz gut. Und ich finde, Wasabi-Chips trotzdem haben irgendwie einen besseren Geschmack als die, obwohl die natürlich viel schärfer sind oder sein sollen. Uns rettet ein bisschen hier gerade der Dip, aber der Dip ist ja nicht für die. Der Dip ist ja eigentlich für diese, für die Pepper King Habanero. Und weil da hinten ein Typ drauf ist, der hier in so einem weißen Unterhemd sitzt, möchte ich mich jetzt mal entsprechend kleiden. Das heißt, wir sind gleich zurück, wenn wir aussehen wie der Pepper King. So, da bin ich zurück, euer Habanero-Mann von Pepper King mit den extrem scharf Habanero Castle Chips. Guckt euch das mal an. Ist das nicht original Ramses? Nur, dass der noch eine Bierflasche in der Hand hat. Jetzt machen wir mal die auf. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich finde aber vom Geruch... Guck mal, riech mal da. Ja. Jetzt riech mal hier. Die riechen viel ansprechender. Ansprechender. Da ist mehr Geruch da, präsenter. Ja, das riecht auch schön kartoffelig und chipsig und alles. Und hier ist halt eigentlich nichts, als würdest du an einer leeren Tüte riechen. Und da ist einfach nur Schärfe drin. Deswegen hoffe ich, dass die jetzt wenigstens einen eigenen Geschmack haben. Ich gebe dir mal einen in die Hand. Oh ja. Dann nehmen wir dann auch mal einen. So, wir probieren erstmal auch wieder ohne. Vom Geschmack her definitiv schon viel besser als die anderen. Also die haben einen Geschmack, das sage ich auch, das ist so. Du kaust da drauf rum und du hast einen Geschmack. Auf der anderen Seite sage ich aber, also finde ich, dass hier irgendwie die Schärfe fehlt. Das also bei den, das ist beides Habanero. Beim ersten hast du Schärfe und keinen Geschmack. Ja. Und hier hast du Geschmack, aber irgendwie keine Schärfe. Die beiden müsste man zusammen kombinieren. Dann wäre es eine geile Chip. Vielleicht gibt es dafür aber ja extra den Habanero-Tipp. Obwohl, eigentlich ist der für den Geschmack zuständig und nicht für Schärfe. Aber der Dip ist, glaube ich, schärfer als die Chips so an sich. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, Moment. Ich sehe gerade, hier ist ein Loch drin. Vielleicht hat der Adi da mal reingehackelt
Und deswegen ist die Schärfe einfach aus der Tüte entwichen, aber der Geschmack ist geblieben. Das kann es natürlich auch sein. Es ist sehr kompliziert gerade. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die beide sehr scharf sind und dass die einen vielleicht noch... Jetzt hast du den schon wieder reingesteckt? Der war doch für den Dip, Mensch! Ach, der Hannes, den kannst du nichts geben, der isst einfach alles auf. Nein, das ist einfach nur geil. Aber das Gute ist, weil dir die so gut schmecken, da kannst du die ja dann mit dem Dip später essen. Oh, und ich esse dann hier aus dieser Tüte und da kommen wir uns wieder nicht in die Quere. So passen wir uns nämlich an. Ja, dafür kriegst du jetzt den, weil mehr finde ich gerade nicht. Wunderbar. Das ist nämlich irgendwie alles kaputt oder zerbrochen. Ja. Und der sieht noch ein bisschen größer aus. Wunderbar. Probier mal den mit dem Pepper King Habanero Dip. Schön mit Dip drauf. Ist für mich aber trotzdem die bessere Kombination. Ja, definitiv. Also ich finde von dem Geschmack her, mit dem Dip noch dazu und mit der Schärfe da ist das was, was du wirklich so essen kannst. Auch wenn du nicht so extrem scharf verträgst, ist das immer noch milder und leckerer und angenehmer als das. Das überlebt man zwar auch, aber das schmeckt halt einfach nach nichts, meiner Meinung nach. Deswegen, der Hannes isst sie bestimmt trotzdem mit Dip. Es ist auch so gut wie nichts drin in dieser Tüte. Ich weiß nicht, wie viel so eine Tüte kostet. Wahrscheinlich wieder 100 Euro. Ja, und dann sind da halt einfach 5 Chips drin und das war's. Aber wenn ihr wirklich was für einen Fernsehabend Abend haben wollt, zum Knabbern, zum Genießen, zum Chillen, dann kauft nicht die. Die könnt ihr mal für eine Mutprobe nehmen für eure Freunde, wenn ihr sagt, hey, willst du mal was Heftiges? Und dann essen die das und dann, mir sind die Ossis, mir sind krass, guck dir das an. Aber so an sich... Nee, nix. Das ist halt Schärfe. Aber wie gesagt, das sind sowieso eigentlich gar nicht deine, oder? Weil die eigentlich zu dünn sind. Oder? Unfettig sind sie auch noch. Wenn ihr wirklich Schärfe wollt, dann könnt ihr auch eine Flasche Carolina Reaper Soße trinken. Richtig. Da habt ihr auch einfach Schärfe. Ansonsten trotzdem danke natürlich, dass ihr das geschickt habt. Best Before 21.09.22. Da liegt man ja noch gut in der Zeit. Obwohl ich schon beide gekannt habe, habe ich die gar nicht so in Erinnerung. Und die anderen habe ich schlimmer in Erinnerung und haben sich jetzt gebessert. So. Ansonsten, mein Favorit war immer noch diese Carolina Reaper Curls aus diesem Ami-Shop. Diese großen, komischen Würmer, was aussehen wie Erdnusslocken, nur 10-mal so groß. Und die haben eine richtig brutale Schärfe gehabt, aber waren ja auch aus so Maismehl und Zeugs. Die waren auch, haben eine ganz andere Konsistenz gehabt. Und gab es dann auch als Jalapeno Cheese Variante. Also die fand ich wirklich sehr stark, sehr cool. So zum Essen, so zum Knabbern für zwischendurch. Es sind auch keine dünnen Chips gewesen, waren richtig dicke Würmer. Ja, der Hannes, der trinkt jetzt hier den ganzen Bottich aus. Deswegen würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Danke Hannes fürs Tasten. Bitte, sehr gern. Wenn ihr die auch kennt, habt ihr schon mal die Burning Pain probiert? Es gibt wirklich verschiedene Sorten davon. Da gibt es auch, das ist der schärfste Schärfegrad, glaube ich. Okay. Weil das Habanero ist. Es gibt auch die Jalapeno unten drunter mit einer grünen Schrift. Die haben halt ein bisschen weniger. Und Pepper Kings gibt es ja auch verschiedene. Wir haben ja auch die Pepper Kings Tortillas schon gehabt. Das sind die Kesselchips von den Habaneros. Ja, die waren halt auch scharf. Waren aber trotzdem irgendwie pappig vom Geschmack und waren halt dreieckig. Naja, da finde ich, find ich andere Tortillas trotzdem auch besser. So, ne? Okay. Schärfe ist halt nicht alles. Auch wenn man gerne scharf isst, möchte man trotzdem einen Geschmack dabei haben. Naja, so. Klar, irgendwo schon. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Guckt nicht auf das vollgekotzte Shirt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Macht's gut, ciao. Ich bin dir, servus.